Willkommen wieder zurück zu einem neuen Besprechungsvideo über den Flug nach Japan. Ja, schon seit dem 21. Juli gab es neue Informationen über die Japan-Reise und mit diesen neuen Informationen werde ich in diesem Video reden. Ja, vielleicht habt ihr schon die Informationen über Sumikai, das schon gehört, dass jetzt keine Touristen jetzt nach Japan gereist sind, also sehr wenig Touristen, also es sind schon zwar gekommen, aber viel zu wenig. Außerdem, wenn ihr es lesen möchtet, werdet ihr unten in der Videobeschreibung jetzt mal, werde ich mal in der Videobeschreibung jetzt verlinken und dann könnt ihr euch schon diese Informationen anschauen und vor und einfach mal durchlesen. Ne? Und dazu ist so, dass jetzt irgendwie Gruppenreisende nicht wirklich eine tolle Touristenformation ist. Also für Gruppenreisende ist es sehr unbeliebt, vor allem für den ganzen Urlaub. Und deswegen sind jetzt wirklich keine Touristen gekommen, es sind extrem wenige. Und deswegen sind ja schon die Touristenzahl schon wieder nach unten gesunken. Und da ist schon wieder das Problem, dass die Wirtschaft wieder ein Problem gebe, ne? So wie auch den schwachen Yen und die Inflation ist ja noch schon das Problem, wenn wir Touristen nicht einreisen werden. Ne? Und natürlich hat ja schon die Tourismusindustrie und die japanische Regierung schon erhofft, dass wieder Touristen wieder einreisen dürfen, trotz strenger Regeln und Gruppenreisende. Aber niemand ist gekommen und jetzt ist ja auch schon die Frage, werden die japanische Regierung jetzt wieder zur individuellen Reise jetzt darüber diskutieren? Ja, das kann jetzt schon unwahrscheinlich sein. Außerdem ist es auch mal eine gute Nachricht für uns, denn wenn das keine Touristen nach Japan eingereist sind, werden die schon einfach mal eine andere Strategie darüber nachdenken, und zwar über individuelle Reise. Und das ist ein guter Fortschritt für uns, dass wir im Herbst fliegen können. Ne? Also ich hoffe mal, ob das klappen wird. Denn wenn wir jetzt schon aktuell in die Corona-Zahlen sehen, sowie auch noch die 7-Tage-Inzidenzen in Japan, die sind schon steil gestiegen und wieder den neuen Höchststand gekommen, auch wenn jetzt nicht so viele Touristen nach Japan eingereist sind. So, also in Japan ist es jetzt schon so 716 die 7-Tage-Inzidenz und bei Deutschland so 710. Ne? Und dazu sinken die Zahlen in Deutschland und in Japan steigen die weiter. Aber eine traurige Höchstwertung für Japan, aber vielleicht werden die noch dazu noch etwas noch diskutieren, ob noch individuelle Reise erlaubt sind. Also da könnte es schon so ab August jetzt schon vielleicht schon mal diskutiert sein. Es könnte schon sehr viel etwas ändern. Aber mal gucken, ob das noch klappen wird. Auf jeden Fall haben wir schon auch mal mit NAM eine Besprechung gemacht, XXL. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr auf das i anklicken. Und da gibt es auch noch neue Informationen auch noch darüber geredet, wie die individuelle Reise geöffnet sind, warum es passiert ist, wie die Einreisebeschränkungen jetzt entwickelt und so weiter, habe ich mal in diesem Video, in dem XXL-Besprechung alles mal geredet. Und wie sich jetzt Probleme mit den Einreisebeschränkungen und wann die individuelle Reise noch wieder geöffnet sind, ist es noch nicht klar. Aber so in einem Monat wird ja auch noch so eine nächste Besprechung mit NAM kommen. Da werden wir noch in Gerede sein. Eine Besprechung über den Flug nach Japan mit NAM XXXL. Und dafür werden wir auch noch die Probleme in Japan, ja zum Beispiel mit Wirtschaft, wie sich jetzt wieder Einreisebeschränkungen entwickelt und so weiter, werden wir schon auch noch darüber reden und wie sich jetzt wieder Entwicklung entwickelt hat,
Wie sie es auch noch mit den wie sie auch die individuelle Reise noch dazu noch hinkriegen werden, ob wir noch im Herbst fliegen können. Und die Challenges werden wir auch mal alles mal in den kommenden XXL-Besprechungen jetzt eigentlich mal reden. Und ja, und diese Information wollte ich euch mal sagen, dass jetzt keine Touristen nach Japan eingereist sind. Ich finde, was die japanische Regierung über die Japanreise regelt, finde ich viel zu streng und viel zu unlogisch, denn dass sie nur an die Mitmenschen achten, finde ich jetzt irgendwie nicht wirklich eine gute Idee, denn sie müssen ja nochmal Respekt auch darüber für die Wirtschaft und für die anderen Ausländer noch haben und das finde ich jetzt ein bisschen komisch und das stört mich auch noch. Und von daher würde ich mal sagen, dass wir einfach mal jetzt darüber überlegen, ob individuelle Reise im Herbst klappen wird, ne? Vor allem im September. Mal gucken, ob wir wieder nach Japan einreisen können, wann die individuelle Reise kommen wird. Ich hoffe mal, das wird so ab September kommen. Also, dass die ganze Zeit ja schon alles mal geplant habe, schon vor 2 Jahren war es schon angekündigt. Und ich will es einfach eigentlich nicht verderben, so vorhin von 2,5 Jahren. Ist schon zwar ziemlich lange. Und ich hoffe mal, dass wir im Herbst nach Japan einreisen können. Also drückt mir die Daumen und ich wünsche euch noch schönen Abend noch. Und wenn es noch weitere Informationen gibt, wollte ich euch mal in nächsten Besprechungen reden. Dann schönen Abend noch.